Ah, Friedel und Beute hat sogar schon was gebracht. Wandeln wir einfach mal Materialien um, dann können wir jetzt schon den Kult bauen, der hier ganz gut hinpasst eigentlich. Jo. Dann bauen wir hier mal den Kult hin. Oh, und Balkan. Warum kann Baal keine Sprenghütchen mehr bauen? Activation complete. Was zur Hölle, was habe ich jetzt gemacht? Au. Here I go again. Okay. Jetzt kann ich wieder meine Sprenghütchen. Und das wollte ich ja eigentlich. So. Die kosten 15. Dann mache ich gleich mal welche. Feindeinfall. Ein Arbeiter und ein Skelett, bitte. So, Pilze umwandeln, noch ein. Oh, und wir haben verdammt viel DCs jetzt. Also, her mit dem dunklen Zwerg. Und jetzt fehlt mir noch ein Plakat und dann muss ich die verteilen. Okay, so, erst einmal verteile ich aber die Einheiten hier und schicke beide Trupps mal zum Trainieren. So. Und dann sollte ich auch endlich mal Ausrüstung freischalten. So. Das ist, glaube ich, wichtiger als alles andere. So, wieder ein Feindeinfall. So, wenn beide Trupps trainiert sind, so wie jetzt, schicke ich sie gleich wieder los. Auf Materialmission. Oh, und der erste Trupp kann schon mal so ein Plakat verteilen. Was, Stufe 2 Krieg? Und das Ding hat nur einen Totenschädel, wollt ihr mich veralbern? Ja, der Krieger hat gerade eben mein Skelett gekillt. Warum sind Helden in meinem Dungeon, die keine Foltermarkierung haben? So, beide Helden können gefoltert werden. Und der Trupp braucht dringend ein neues Skelett. Wir brauchen wieder ein neues Skelett. So, ich kann Pilze umwandeln und kann das letzte Plakat herstellen. So, damit ist das schon mal erreicht. Und da kommen schon wieder gegnerische Schergen. Macht nichts, ist genug zum Verhauen da. So, schicken wir einfach Trupp 1 nochmal hier los. Das sind 3er Totenschädel und das sind 2er Totenschädel. Das heißt, ich muss sollte meine Trupps gut ausrüsten, bevor ich die irgendwo hin in den Tod schicke. So. Ja, gut. Neue Einheiten. Die besorgen mir hier gerade Materialien, oder? Ja. Jo. Als nächstes glaube ich das Arcanium. So, dann
tue ich mal beide Squads auf jeden Fall schon mal mit Rüstungen upgraden. Und mal gucken, wie viel Helden muss ich denn noch foltern. Einen nur noch. Okay, gut zu wissen. Hier muss ich reingraben, wenn ich die alle umbringen will. Oh, 4 Punkte. Also Arcanum freischalten. Das könnte ich theoretisch gleich schon bauen, aber nö. Ich muss erstmal meine Truppen hier upgraden. Und zwar am besten richtig upgraden, dass ich die komischen Steckbriefe besser verteilen kann. Das dauert jetzt zwar eine Weile, aber hey. Was ich schon mal machen könnte, wäre hier durchgraben. Im Augenblick wird gerade nur noch ein Held gefoltert und einer fehlt dann noch. Okay. Ich könnte den Beschützer hier markieren und mich dann schon mal hier reinwagen, während alle meine Einheiten Upgrades kriegen. Ach ja, und Materialien umwandeln. Also Pilze in Materialien. Ist auch nicht so verkehrt. Vielleicht sollte ich vor dem Arcanium erstmal die letzte Vorratskammer bauen. Feindeinfall mal wieder. Okay. Das sind Stufe 3 Helden. Oh, die kriegen wir hoffentlich klein. So, erstmal der Kleriker weg. Ist vor mir was gestorben? Ja, das Scheusal ist gestorben. Nicht immer auf das Skelett losgehen, wäre nett. Das Skelett können wir ja zum Glück nachproduzieren. So. Aber hey, sieht okay aus. So. Ziehen wir die Truppen mal zurück, dass sie sich regenerieren können und dass das Skelett aus Trupp 1 trainieren kann. So. Jetzt brauche ich eine Vorratskammer. Passt die hier hin? Nein. Toll, wo baue ich die Vorratskammer jetzt hin? Blöde Idee, wenn ich da runtergrabe. Nein. Da muss sie halt hier oben ins Eck. So. Okay. Die restlichen Materialien für dich. Und dann holen wir uns jetzt erst einmal den Beschützer da und dann kümmern wir uns um die Steckbriefe mal weiter. Und dann um die ganzen Helden hier. Die bringen übrigens auch noch mal Materialien. Sehr gut. Oh. Und meine Diener haben irgendwie abgenommen. Los, verhaut ihn. Moscht ihn. Man merkt schon, so ein Stufe 3 Zwergenbeschützer hat einiges auf dem Kerbholz. So. Ohne Baal ist das da richtig anstrengend.
So, Feindeinfall mal wieder. Espresso Colatona! Einfallende Helden. Ich glaube, wir holen uns mal Hilfe ein bisschen. So. So, opfert sich noch einer für den anderen Squad. Ja, macht er. So, wir kriegen ein paar Materialien rein, aber nicht viel. Aber lassen wir das erstmal. Schicken wir die Trupps lieber erst einmal hier und hier hin. So, da wird der letzte Held gefoltert. Sobald das passiert ist, werde ich in den Kult umsiedeln. Das kann ich aber schon mal machen. Ein paar Imps in den Kult umsiedeln. Und wenn der da fertig mit Foltern ist, wird er auch in den Kult umgesiedelt. Ganz einfach. Oh, klappt das hier? Ja, das scheint zu klappen. Nimm mal deinen Blick da rein. So. Klappt sogar besser als das 1er-Ding. Hier ist auch ein Stufe 2-Krieger. So, da war ein Stufe 2-Krieger. Wieder ein Feindeinfall. So, damit sind die auch erledigt. Jetzt fehlen nur noch die beiden schweren. Und die erste neue kostenlose Einheit ist fertig. Ein Höllenhund. Achso, das sind die, die diese komischen Geräusche machen. So, du bist auch wieder frei, also kannst du auch mal was machen. Dunkelzwerg ist freigeschalten. Was schalte ich als nächstes frei? Bessere Rüstung, bessere Waffen wären auch nicht verkehrt. Oder gleich... Nee, erstmal bessere Rüstung und Waffen, denke ich mal. Weil jetzt könnte ich mir mal den nächsten Squad holen. Indem ich einfach einen Trupp auf eine Schatzmission schicke, auf eine bessere. Wie die da zum Beispiel. Und den Trupp hier kann ich nicht verbessern, weil ich kein Arcanium habe. Ja. Dann bringen wir mal Materialien. Deswegen gucke ich mal, ob ich dem Trupp... Eigentlich bräuchte der gar keine Hilfe. Das sind nämlich Level 1 Gegner. Selbst wenn sie zwei Totenköpfe da hatten. Wahrscheinlich ist das damit gemeint, dass da nur zwei Helden sind, aber nicht welche Stufe sie haben. This hero is toast. Gut. Ich habe fast genug für mein Arcanum. Dann kann ich beide Squads schon mal verbessern. So, Schätze für die Schatzkammer, Materialien. Jo. Ja, cool, wir haben schon mal zwei Höllenhunde. Und wir haben genug, um ein Arcanum zu bauen. So. Bringt uns vielleicht sogar auf die nächste Dungeon-Stufe. Nebenbei Dungeon-Stufe. Wie sieht's mit Buddeln aus? Müssten wir noch ein gutes Stück graben? Ich könnte hier einfach einen langen Weg lang graben. Ich weiß auch nicht, warum wir hier nicht so viel graben. Wahrscheinlich, weil Gebäude doch ziemlich stark nach ziemlich viel ausmachen. Das werden wir gleich sehen, wenn das Arcanum gebaut wurde. So, gleich macht's Bumm.
Ja, das Arcanum zählt. Oh, wir haben die letzte kostenlose Einheit gekriegt. Das heißt, ich kann die ganzen Imps hier wieder abziehen. So. Und wir haben noch mehr die Easy-Coins. So, einmal dafür. Wey, ein Dunkelzwerg. Sehr schick. So, Materialien. Dann brauchen wir aus dem Schreiatorium einen Okkuli. Und Squad 1. Kriegt jetzt endlich Rüstungen. Obwohl Squad 2 sieht besser aus. Also kriegen die erstmal Rüstungen. So. Squad 1 kann ich nochmal losschicken, Materialien besorgen. Brauche ich auf eine größere Materialmission. So. Dann können wir nämlich Squad 2 losschicken, um die Steckbriefe fertig zu verteilen. So, Squad 3 sieht auch schon mal gut aus. Mm-hmm.